Angesichts der Corona-Pandemie wird der Prozess um die Massenpanik bei der Love Parade 2010 in Duisburg voraussichtlich ohne Urteil enden. Die Staatsanwaltschaft hat dem Vorschlag des Gerichtes zugestimmt, das Verfahren einzustellen. Grund dafür sei, dass der Vorwurf der fahrlässigen Tötung nach 10 Jahren verjähre, also in 3 Monaten. In dieser Zeit könne der Prozess aber wegen der Corona-Einschränkungen nicht abgeschlossen werden. 21 Tote, 650 Verletzte, aber kein Urteil. Die Love Parade-Katastrophe kann strafrechtlich nicht mehr aufgeklärt werden. Vor 10 Tagen hatte das Landgericht Duisburg vorgeschlagen, das Verfahren endgültig einzustellen. Dem stimmte die Staatsanwaltschaft heute zu. Vor Ablauf der Verjährung im Sommer sei kein Urteil mehr zu erwarten, auch wegen des Coronavirus. Die Fortsetzung des Verfahrens ist insbesondere mit Blick auf die derzeit bestehende Gefahrenlage und die Strafe, die die Angeklagten im Falle einer Verurteilung noch zu erwarten hätten, nicht mehr verhältnismäßig. Das Love Parade-Verfahren, eines der größten in der Geschichte der Bundesrepublik. Bei der Techno-Parade in Duisburg war im Juli 2010 unter tausenden Besuchern eine Massenpanik entstanden. Laut Ermittlungen wurden auf allen Seiten massive Fehler gemacht. Veranstalterfirma, Stadt Duisburg, Polizei. Doch den Angeklagten individuelle Schuld nachzuweisen, erwies sich für das Gericht als äußerst kompliziert. Von ursprünglich 10 Angeklagten standen zuletzt noch 3 vor Gericht. Das Ende des Verfahrens für die Angehörigen der Opfer ein Schlag ins Gesicht. Viele hatten auf ein Urteil gehofft. Sehr ernüchternd und niederschmetternd die Reaktionen der Hinterbliebenen und Betroffenen. Sie werden also noch extreme Hilfe brauchen, gerade jetzt nach dem Entschluss der Staatsanwaltschaft. Die Angeklagten haben der Einstellung des Verfahrens heute zugestimmt. Bis zum 27. April können sich noch die Nebenkläger äußern. Dann dürfte Anfang Mai der Strafprozess um die Love Parade Geschichte sein.